Ja, also Patrick Barb muss ich nicht unseren Zuschauern vorstellen. Buchautor, Friedensaktivist, wieder eingeklagt beim NDR und bei der Hochschule, bei der Kieler Hochschule. Erklärt. Nein, ich habe einen Lehrauftrag verloren wegen meiner Recherchen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Man hat mir zur Last gelegt, ich würde Putins Krieg legitimieren. Dagegen bin ich vorgegangen. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein in Schleswig hat festgestellt, dass man einem Journalisten nicht verwehren dürfe, seine Arbeit zu tun nach Artikel 5 Grundgesetz. Ja. Aber ich habe natürlich für die folgenden Semester keinen Lehrauftrag mehr bekommen. Also es ging darum, festzustellen, dass die Universität im Unrecht war, um sich auf dieses Urteil beziehen zu können. Deshalb hat die Universität auf den Instanzenzug verzichtet. Sie wollte offensichtlich ein Grundsatzurteil vermeiden. Denn nach einer wissenschaftlichen Studie der Universität Graz sind seit 4 Jahren etwa 50 ordentliche Professoren relegiert worden, weil sie abweichende, von der Staatslinie abweichende Meinungen vertreten. Und da reden wir noch nicht über den akademischen Mittelbau und nicht über Lehrbeauftragte. Wir kommen also in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf insgesamt mehr als 1000 Fälle geschätzt. Und deswegen wollen die Universitäten ein Grundsatzurteil vermeiden, weil sie dann die ideologische Unterwerfung ihrer Dozenten einstellen müssten. Du hast jetzt ein Buch über die beiden Frontabschnitte und Sichten geschrieben und bist auf Lesetour. Erstens, wenn du noch mal kurz zusammenfassen wolltest für die, die dann das Buch noch kaufen sollen, was drinsteht, und B, wie die Resonanz der Lesetour war. Dies ist ein Buch, dem zwei Reisen in die Ukraine zugrunde liegen. Eine Reise in den Westteil des Landes im Herbst 2021, also vor dem Krieg. Ich habe dort Freunde. Wir hatten verabredet, im Folgejahr in den Donbass zu fahren, in die damaligen noch separatistischen Republiken. Dann kam der Krieg dazwischen und es gab keine Möglichkeit, durch die Front zu gelangen. Also habe ich mir einen anderen Reisepartner gesucht und wir sind über Russland eingereist. Und es ging darum, einmal zu beobachten, wie die Situation vor Ort ist und das abzugleichen mit der Berichterstattung hier. Es ging um Aufklärung im besten Sinne, nach dem Motto Realitätsprobe vor Ort und folgend dem journalistischen Grundsatz et audiatur altera pars. Auch die andere Seite soll gehört werden. Das Ziel ist Ausgewogenheit. Und das bedeutet, so habe ich es einmal gelernt beim Saarländischen Rundfunk, alle wesentlichen Aspekte eines Themas darzustellen. Wir haben gerade einen Vortrag gehört, gemeinsam von Wolfgang Streker, war hier einer Friedenskonferenz der Partei Die Basis zugeschaltet aus Köln. Ich fand den in seinen inhaltlichen Essentials atemberaubend, muss ich sogar sagen, weil er ins Zentrum gestellt hat, wir brauchen eine neue, eigentlich sogar verstärkte Form von Nationalstaat, um uns auch selbstständig, vor allen Dingen selbstständig von den USA, selbstständig vermittelnd in Konflikten zu betätigen. War mein Eindruck vielleicht ein bisschen zu superlativ von Wolfgang Streeck? Nein, das finde ich ganz und gar nicht. Nach meiner Einschätzung bringt der Krieg in der Ukraine den Selbstmord Europas. Die Europäische Union ist heute nichts anderes mehr als eine Satrapenversammlung der Vereinigten Staaten und eine Unterabteilung der NATO. Gemessen daran, dass es einmal das Ziel der Europäischen Union war, eine Friedensordnung in Europa herzustellen, ist die EU vollständig gescheitert. Sie ist heute zu einem Kriegsbündnis degeneriert.
Und die Rückkehr zum Nationalstaat bedeutet, und so verstehe ich Wolfgang Streeck, die Rückkehr zu der einzigen politischen Instanz, die überhaupt noch partiell demokratisch legitimiert ist. Und diese Überlegung halte ich für richtig. Wir können einer Frau von der Leyen in Brüssel die Politik nicht überlassen. Sie beschert uns neue Zensur- und Kriegsgesetze. Und das hat keinen Zweck. Ich teile die Überlegungen von Wolfgang Streeck. Europa muss sich besinnen auf seine Traditionen, muss sich außenpolitisch von den Vereinigten Staaten lösen, weil eine Weltmacht im Niedergang, ein Phönix im Sturzflug, Europa mit in die Tiefe reißen könnte. Wir müssen zurückfinden zu einer neuen Form gaullistischer Politik, die selbstständig ist, den Blick auf den Nationalstaat wendet und auch bereit ist, aus der NATO auszutreten, um zu einer Friedensordnung in Europa zurückzufinden. Denn das genau ist es, was die Vereinigten Staaten nicht wollen. Auch die Vereinigten Staaten, auch die NATO hat erheblich zu diesem Krieg in der Ukraine beigetragen. Es ist ein Angriffskrieg, aber es ist ganz und gar kein unprovozierter Angriffskrieg. Ein Aspekt, den er, Professor Wolfgang Streeck, vorhin drauf hatte, war, dass, wenn Trump Präsident würde, er den Schwerpunkt auf mehr Aggression gegen China und weniger auf Aggression gegen Russland setzen würde. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. Dann hat er auch Trumps Demagogie als faschistaffin bezeichnet. Ich hätte ihn gerne gefragt, da er selbst 12 Jahre in den USA gelebt hat, wen würdest du jetzt wählen? Biden oder Trump, wenn er dich um Rat fragen würde? Es wäre die Wahl zwischen Pest und Cholera. Natürlich bin ich kein Trumpister, wie die Amerikaner sagen. Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass eine Trump-Administration Europa einen Vorteil brächte. Hinwendung zu China in der amerikanischen Außen- und Militärpolitik, ja. Aber das bedeutet für die europäischen Staaten, dass die Amerikaner in der Ukraine, wenn sie merken, dass sie nicht mehr weiterkommen, die Tür zumachen und sagen zu den Europäern, jetzt könnt ihr aufräumen, aber auf eigene Kosten. Ja. Führt diesen Krieg auf eigene Kosten zu Ende. Und die deutsche Öffentlichkeit wird ja, wenn man Pistorius hört, wenn man von der Leyen hört, auf die Beteiligung an neuen Kriegen eingestellt. Und es könnte bald wieder heißen, wie 1900 beim Boxeraufstand in China, the Germans to the front. Es sollen ja nach russischen Angaben schon 50 Fremdenlegionäre in Charkiw, französische Fremdenlegionäre, zusammengeschossen worden sein durch Raketenbeschuss. Ich weiß, dass Spezialkräfte der NATO drin sind, Militärberater, es sind Geheimdienstler drin. Die CIA und der MI6 haben dem Verteidigungsministerium in Kiew eine abgeschlossene Etage, in der die Satellitendaten für die ukrainische Artillerie aufbereitet werden. Und so hat der Vietnamkrieg auch begonnen, mit kleinen Militärmissionen, die dann aufgestockt werden. Und ich sehe die Gefahr, dass die Bundesrepublik Deutschland immer tiefer in diesen Ukraine-Krieg hineingezogen wird. Und dann werden uns unsere Kinder aus Leichensäcken entgegenstarren. Letzten zwei Fragen. An diesem Wochenende hat das BSW gegründet. Warum bist du nicht in Berlin? Ich bin nicht in Berlin, weil ich vor sehr langer Zeit zu dieser Tagung, für diese Tagung hier in Hamburg zugesagt habe. Ich habe mich auch trotzdem akkreditiert. Ich habe die Akkreditierung nicht bekommen. Nicht bekommen? Nicht bekommen. Und ich halte das nicht für klug, dass BSW auf Distanz zur Alternativpresse geht. Denn die traditionellen Propagandamedien befinden sich in einer schleichenden Agonie. Sie sind im Sinkflug. Und auch BSW darf sich auf neue Akteure im Medienbereich einstellen. Denn wer soll denn den Propagandamedien noch was glauben, nachdem sie in der Corona-Krise und in dem Ukraine-Krieg so sehr unausgewogen, einseitig, quasi als Propagandakompanie berichtet haben?
Ich wünsche natürlich dem Bündnis Sarah Wagenknecht einen guten Aufbruch, denn diese politische Kraft ist für mich die einzige derzeit wählbare Alternative. Dennoch haben wir es mit einer verpassten Chance zu tun, die eigentlich schon im letzten Jahr beginnt, nämlich die gesamte Opposition. Corona, Ukraine-Krieg, Gendern, Finanz, also Inflation und vieles andere verzettelt sich. Ich glaube, die Basis wird auch für die Europawahl antreten. Dann wird die DKP antreten, mini, mini, mini. Dann wird Todenhöfer antreten, dann tritt also bestimmt noch 3, 4 andere an. Alle aus dem oppositionellen Spektrum. Also es ist nicht gelungen, dem BSW mit dieser Ikone Sarah Wagenknecht an die Spitze des gesamten Widerstands zu treten und den zu bündeln. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den alternativen Medien. Es verzettelt sich alles. Jeder kämpft auf eigenes Risiko und die Synergieeffekte werden eingespart. Wenn du jetzt einen Rat geben würdest oder du würdest gefragt, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist, von Sarah oder Oskar, was würdest du ihnen empfehlen, um in der nächsten Zeit über die Etappen Europawahl, Landtagswahlen, Bundestagswahl breiter zu werden? Ich sehe im Moment durchaus die Gefahr, dass sich die demokratischen Kräfte, die antimilitaristischen Kräfte in der Bundesrepublik gegenseitig paralysieren. Ich würde mir wünschen, dass wir die Energie mehr bündeln, die darauf hinweist, zur Friedensordnung des Grundgesetzes zurückzukehren. Denn die größten Gefahren sehe ich derzeit nicht bei der AfD, sondern im Extremismus der Mitte der ökolibertären Kräfte, die gerade in der Regierung sind. Sie bescheren uns die antidemokratischen Gesetze und sie bescheren uns den Kriegskurs und sie bescheren uns den wirtschaftlichen Niedergang. Und hier empfehle ich sehr, auch alle Menschen, die aus Verzweiflung die AfD wählen, zum Bündnis Sarah Wagenknecht herüberzuziehen, auch ein breites Bündnis mit dem Mittelstand anzustreben. Denn insbesondere der Mittelstand ist der Leidtragende dieser Entwicklung. Neben dem unteren Teil der Arbeiterklasse. Genau so. Also wir brauchen ein Bündnis wie in den 30er Jahren. Da ging es ja schief, da kam es zu spät. Damals nannte man es Volksfront. Ja. Ich würde heute sagen, wir brauchen ein breites Bündnis. Unidad Popular hieß das. Ja, ja. Zwischen abhängig Beschäftigten, prekär Beschäftigten, Mittelständlern, kleinen Selbstständigen bis hinein in das Bürgertum. Wir brauchen eine Bündelung der Kräfte gegen die derzeitige Politik, die im Bundestag den Bundestag dominiert, aber den Willen der Bevölkerung nicht wiedergibt. Was ich erlebe auf meinen Reisen, Lesereisen, ist, dass die öffentliche Meinung der Bevölkerung sich diametral unterscheidet von der durch die Presse veröffentlichten Meinung. Patrick Barb, herzlichen Dank. Aber sehr gern. Das Buch heißt? Auf beiden Seiten der Front, meine Reisen in die Ukraine. Dankeschön.